Guten Abend und herzlich willkommen bei unserem nächsten Webinar hier bei JFD Brokers. Mein Name Stefan Friedrichowski. Übliche Zeit, üblicher Tag der Woche. Und welchen haben wir? Na, den 11. April 2018. Ja, schreitet munter voran. Und ja, natürlich auch nochmal herzlich willkommen auch im Namen von JFD, die all diese schönen Webinare auch mit ermöglichen. Ja, heute haben wir ein wieder völlig anderes Thema. Neuronale Netze im Trading. Tja, das ist natürlich jetzt mal eine Ansage, auch sich diesem Thema zu widmen. Da bin ich schon ein bisschen länger dran. Und ich will auch gleich vorneweg sagen, wahrscheinlich kommt heute das Traden ein bisschen kurz. Versteht bitte das Webinar heute so als quasi Einführung in neuronale Netze. Ganz am Ende will ich aber ein paar Beispiele schon zeigen von ersten Erfolgen, die unmittelbar was mit Traden auch zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen wird es eine Einführung in neuronale Netze. Und also fragt mich nachher nicht Euro, US-Dollar, Long, Short, sondern eher, wie funktionieren neuronale Netze? Genau das will ich heute auch hier auch ein bisschen erläutern. Ist gar nicht so einfach, in einer Stunde ein solches Thema mal versuchen, ein bisschen aufzurollen. Aber naja, ich habe immerhin 22 Folien, so viele wie noch nie. Ich glaube, es ist das erste Webinar ohne Excel-Sheet. Also das brauchen wir dann heute mal nicht. Und ihr seht, das Programm ist also da schon ein bisschen geballt. Webinar, weil ich schon gefragt werde, wird auch aufgezeichnet und ihr findet das Ganze dann wie immer auf dem JFD YouTube-Channel. Also das sind auch gleich die Keywörter, um den zu finden, und da findet ihr auch die Aufzeichnung von dem heutigen Webinar. Ist mal so ab ungefähr morgen 10 Uhr ist es dann da. Ansonsten Fragen gerne natürlich hier während des Webinars, aber auch im Nachgang, wenn noch das ein oder andere wissen möchte oder Kontakt mit mir aufnehmen möchte. Ihr seht wie immer meine E-Mail-Adresse s.fredrichowski@jfdbrokers.com. Also gar kein Problem, auch hier zu dem einen oder anderen zu mir direkt Kontakt aufzunehmen. Ansonsten die Unterlagen, also sprich die Folien des heutigen Webinars, die findet ihr schon wieder zum Download bereit. Ist vielleicht heute nochmal zusätzlich interessant, weil es eine Menge Bilderchen enthält, die einfach so die Einführung in die neuronalen Netze dann entsprechend vereinfachen sollen. Also seid gespannt. Und vielleicht kann ich hier den einen oder anderen mal auf ganz neue Ideen bringen und ja, mal schauen, was da möglich wird. Oh, nee, ich darf die Folie hier natürlich nicht überspringen. Die einmal kurz gezeigt, wie immer, ihr wisst, Risk Disclaimer. Im Grunde rede ich natürlich übers Traden hier. Heute natürlich mit etwas ganz Modernen, nämlich halt den neuronalen Netzen. Wenn ihr später irgendwas daraus macht, wie immer gilt, ihr macht es natürlich auf euer eigenes Risiko, eure eigene Verantwortung. Ihr wisst, ich muss es immer mal einmal sagen. Also, das haben wir erledigt. Ich will kurz noch zwei Bücher auch erwähnen, die mir ein bisschen geholfen haben, um in dieses Thema neuronale Netze. Man könnte das Thema sogar ein bisschen weiterfassen. Das Ganze geht natürlich auch genauso in künstliche Intelligenz. Dann hätte man mehr so ein Buzzword, was vielleicht noch mehr Leute ziehen würde. Es ist halt ein Wahnsinns-Hype um das Ganze, das allerdings auch zu Recht. Natürlich wird das jetzt nicht unbedingt getrieben durchs Traden, sondern durch Firmen, die auch im Moment eine Menge Schlagzeilen machen, wie zum Beispiel Facebook, weil genau die sind Anwender von neuronalen Netzen in reinster Form und mit riesigen Datenmengen, mit riesigen Anzahlen von Computern. Gleiches gilt für Google, Amazon und so weiter. Eigentlich geht es immer dann, wenn es um große Datenmengen geht, Abhängigkeiten zu erkennen, Schlussfolgerungen zu ziehen, dann sind neuronale Netze gefragt. Ich selbst bin nochmal sozusagen drauf gestoßen vor ungefähr einem Jahr, als diese Meldungen kamen, dass ein neuronales Netz auch das Spiel Go jetzt übernommen hat, also sprich der Computer besser war als der beste Mensch. Und als ich dann nochmal ein paar Wochen später gelesen habe, dass man mit dem gleichen Algorithmus auch mal das Ganze nochmal auf Schach losgelassen hat und dass dieser Algorithmus innerhalb von 4 Stunden
Nach 4 Stunden Computerrechenzeit, ich weiß allerdings nicht, auf wie vielen Kernen, war der Computer in der Lage, besser Schach zu spielen als das beste vorherige Schachprogramm der Welt und damit auch besser als jeder Mensch. Das hat mich wirklich nochmal getriggert, um zu sagen, hey, das Thema muss ich aufnehmen und will das natürlich hier auch für Traden anschließend einsetzen. Und die Grundidee hinter all dem ist natürlich, dass man das Gehirn versucht zu adaptieren. Also besser gesagt, das menschliche Gehirn, die Logiken, den Aufbau, wie wir alle, unser menschliches Gehirn halt funktionieren, diese Grundideen zu übernehmen, in Algorithmen zu packen, dann in Rechnerarchitekturen und schließlich in ja, sozusagen fertige Systeme, die dann unsere Autos selber fahren oder halt unsere Facebook-Daten auswerten. Beurteilung überlasse ich natürlich wie immer jedem selbst. Aber es geht halt darum, das menschliche Gehirn zu adaptieren. Ja, dann kommt ein langes Kapitel, ein Grundzüge neuronaler Netze. Ich will einfach mal ein bisschen beschreiben, wie man sowas aufbaut, was dahinter steckt. Und warum ist mir das auch wichtig, euch hier im Webinar mal zu erzählen? Weil die Themen werden euch über die nächsten Wochen, Monate, Jahre tausendfach begegnen. Und der ein oder andere wird sogar vielleicht selber jetzt auch nochmal anfangen, sowas mitzuentwickeln, was nämlich möglich ist. Und man wird auch viel darüber hören. Und immer gilt, was man ein bisschen verstanden hat, ist man viel bereiter, auch vielleicht für sich selber einzusetzen. Wir müssen ein bisschen hier auch wieder mathematische Methoden kennenlernen. Die eine ist recht trivial, das ist die Kostenfunktion, das ist nicht wirklich was Neues für uns hier. Die andere Sache ist schon ein bisschen neuer für uns, auch was rund um die bisherige Trading-Strategieentwicklung angeht, nämlich eine mathematische Methode. Die Methode heißt einfach Gradient Descent, ist ein mächtiges Tool, brauchen wir hier, ohne das wäre alles nicht möglich, weil wir nur so schnell genug optimale Lösungen finden. Ja, und dann will ich ja noch das Ganze ein bisschen versuchen, schon mal zu übertragen aufs Traden. Übrigens, wenn hier irgendwo mal ein NN auf einer Folie steht, ist es logischerweise die Kurzform von neuronalen Netzen. Ich will aber auch gleich, weil ich halt mittlerweile auch schon einige Erfahrungen damit gemacht habe, auch was das Traden angeht, auch ein bisschen über die Stolpersteine reden und welche Probleme man gerade rund ums Traden dann nochmal hier begegnet. Und dann 3 Beispiele. Wie immer gibt es sozusagen Equity-Kurven, wobei nur die eine von denen verdient wirklich den Namen. Die anderen sind allerdings ebenfalls sehr interessant fürs Traden. Gut, bevor ich loslege und wirklich da einführe, hier mal einfach kurz 2 Bücher, die ich selber auch benutzt habe, die ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Das eine gibt es, glaube ich, also das lilafarbene gibt es sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Das andere gibt es meines Wissens nach nur in Englisch, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Also Titel braucht ihr jetzt nicht abschreiben, ihr habt ja die Folien und kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ich mache mal hier schon mal gleich den Hinweis, dass viele von den Bildern, die ich heute zeige, stammen auch gleich aus diesen beiden Büchern, was glücklicherweise von den Autoren ausdrücklich und dem Verlag ausdrücklich erlaubt wird. Aber man soll es auch nennen, was hiermit getan ist. Ich habe es nicht immer unter jedes Bild geschrieben, deswegen mache ich es jetzt hier mal global für alle Bilder, die nachher kommen. Gut. Neuronale Netze. Was steckt da grundsätzlich hinter? Na, die Grundidee stammt eigentlich halt aus dem menschlichen Gehirn. Unser menschliches Gehirn hat hier sogenannte Neuronen und diese, einiges davon habt ihr sicherlich schon mal gehört, sind miteinander verknüpft. Die haben immer irgendwelche Eingänge und haben dann mindestens einen Ausgang und sind anschließend mit vielen anderen Neuronen wieder verknüpft. Und meistens kann man dann hier auch wie in diesem Bild wie so eine Art Signalfluss, der wird dann irgendwie da durchgereicht. Irgendwas wird verknüpft, weitergemacht mit den Daten und. Das gehen wir natürlich noch genauer an. Mir geht es nur erstmal ums Grundprinzip. Irgendwo am Anfang steht in aller Regel immer unsere Sinnesorgane, sozusagen unsere Umwelt, die wie wir aufnehmen durch Augen, Ohren, fühlen, was auch immer. Und schließlich und endlich führt es, naja, wir würden sagen, einerseits vielleicht einfach nur zu Gedanken, aber andererseits schließlich und endlich gewissermaßen das, was zählt, dann natürlich irgendwann auch zu Handlungen. Das sage ich ganz bewusst so völlig allgemein, auch wenn wir natürlich nachher wieder das Traden im Kopf haben. Aber sämtliche Handlungen leiten sich natürlich daraus ab. Mal ein paar Zahlen, weil das finde ich schon ziemlich interessant und auch beeindruckend. Also unser Gehirn hat 100 Milliarden Neuronen.
mag der eine sagen, das ist aber viel, der andere wird sagen, das ist gar nicht so viel. Also mein Computer hat mehr Speicher. Stimmt, meiner auch. Also die Zahlen, die hier auftauchen, sind gar nicht so riesig. Also Milliarden, um mal schnell in den Computer zu gehen, wäre Giga. Also 100 Giga-Neuronen. Also, naja, meine Festplatte hat 1 Terabyte, also ist 10-mal so groß. Mein Arbeitsspeicher, gut, der ist nur 8 GB, der ist also, naja, rund 10, 12-mal kleiner. Aber wir haben natürlich hier eine Wahnsinnsvernetzung. Eine Wahnsinnsvernetzung, und das erzeugt nachher Wahnsinnsparallelität. Das heißt, ihr kennt das, eine der Grundarten, wie man gerne auch immer die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns illustriert ist, zeigt mir für ein paar Millisekunden ein Bild und ich erkenne Gegenstände drauf und. Das kann heute natürlich noch kein Computer in der Geschwindigkeit. Und das liegt einfach an der riesigen Parallelität. Grundsätzlich gilt, dass unser Gehirn lernfähig ist, oder wir Menschen sind halt lernfähig. Ich habe mir einen kleinen Smiley noch dahinter gesetzt. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger, und manchmal kommt noch ziemlich Bescheuertes raus. Gibt es auch einen Haufen Beispiele von, auch von mir selbst, also um Gottes Willen, will ich mich gar nicht ausnehmen. Aber wir sind jetzt grundsätzlich lernfähig. Mit anderen Worten, unser neuronales Netz verändert sich ständig. Gewissermaßen anders als ein Computer. Da mache ich ein Backup, dann kann ich die Festplatte löschen, anschließend spiele ich alles wieder auf, dann ist der Computer exakt in dem gleichen Zustand. Das geht mit neuronalen Netzen im biologischen Sinne nicht. Wir werden nie mehr den gleichen Zustand eines neuronalen Netzes haben wie zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Nie. Die Methode, mit der wir lernen, ganz grundsätzlich, ist eher sowas wie belohnen und bestrafen. Oder in der neuronalen Netzsprache nennt man das nachher Reinforcement Learning. Denkt an Kinder, denkt an euch selbst. Wir lernen, die heiße Herdplatte nicht anzufassen, weil wir wurden mal bestraft, weil wir uns die Pfoten verbrannt haben und. Das Gleiche ist, vieles geht iterativ, also wir lernen Vokabeln durch Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen und. Das ist die Methode. Und die gleiche Methode werden wir auch nachher für die neuronalen Netze anwenden. Ich habe mir hier einen Vergleich noch aufgeschrieben, nämlich von einem ganz anderen Tier, nämlich der Biene. Von der habe ich zufälligerweise die Zahl der Neuronen gefunden und die ist schlappe 900.000, das sind gar nicht so viele. Und immerhin, eine Biene, die kann fliegen, ich nicht. Und viele andere tolle Dinge machen, die ich alle schon nicht mehr kann. Gut, dafür habe ich vielleicht andere Eigenschaften, aber ihr seht, das menschliche Gehirn ist zwar riesig, aber schon mit viel weniger kann man eine Menge erreichen. Wir halten nochmal fest, das Entscheidende ist diese Vernetzung und es gibt einen Signalfluss. Um das Ganze nochmal hier in ein Grundmodell zu abstrahieren, so wie neuronale Netze irgendwie immer aussehen. Ein paar typische Elemente. Es gibt viele unterschiedliche neuronale Netze, auch ganz andere Grundarchitekturen. Und dann gibt es nachher convolutional neuronale Netze und. Aber grundsätzlich ähnlich ergibt sich immer folgendes Bild. Wir haben immer sogenannte Input-Neuronen. Das sind hier meine grünen Punkte. Da kommen Inputs rein. Das könnte jetzt meine Netzhaut sein und kriegt ein Signal, also ein Lichtimpuls. Das kann alles Mögliche sein. Nachher schieben wir hier vorne zum Beispiel Zahlen rein. Wir werden hier vorne nachher in den Input Kursdaten reinschicken. Wenn wir über Traden beispielsweise reden, können wir Kursdaten reinschicken. Wir könnten da aber auch ein Newsfeed reinschicken. Wir können alles Mögliche reinschicken. Natürlich brauchen wir hier schließlich nicht immer irgendwas, was wir in Zahlen übersetzen. Das ist aber kein grundsätzliches Problem. Auch die Sprache, Buchstaben ließe sich alles leicht sozusagen übersetzen. Das heißt, es gibt immer einen Input. Irgendwo müssen Informationen rein. Also es ist dieser Input-Layer. Dann gibt es die eigentlichen Layer und dann gibt es auch nachher noch sogenannte Hidden Layers. Das sind die, die die verarbeiten. Die machen was mit den Informationen. Und hier in meinem Fall, dieses oberste Neuron hier, kriegt sowohl den Input von dem einen Input Layer, einem Input Node und auch von dem anderen. Und so geht es hier weiter. Das heißt, hier erfolgt eine Weiterverarbeitung von Signalen.
Meistens ist das nachher ganz einfach, was man dann tut. Signale werden zum Beispiel einfach gewichtet, summiert, noch irgendeine Addition draufgepackt und dann kommt eine sogenannte Aktivierungsfunktion. Gehen wir nochmal nachher im Detail darauf ein, dann machen wir nochmal irgendwas mit dem Signal und dann gibt es einen Output. Jetzt könnten wir hier hinter auch noch weitere Layer schicken und dann werden das sozusagen wird das Netzwerk komplizierter. In den meisten Fällen, jetzt auch was die ganz breite Anwendung von neuronalen Netzen angeht, reicht oft immer dieser eine Layer. Und dann gibt es einen Output. Auch der muss nicht beschränkt sein auf einen Output, wie einen Output-Node, sondern das können nachher auch mehrere sein. Logischerweise denkt auch mal wieder an den Menschen. Wir haben viele Output-Nodes, wir können unsere Finger bewegen und, und. Oder wie ich jetzt gerade hier im Webinar reden. Alles sind natürlich hier Outputs. Symbolisch ist hier erstmal nur ein einziger Output. Die Anzahl kann beliebig hochgehen. Tausende von Input-Nodes, Tausende von verarbeitenden Layern und dann schließlich endlich auch zig Outputs. Wenn wir zum Beispiel nachher fürs Traden vielleicht brauchen, wir wollen vielleicht einmal wissen, long oder short, es könnte ein Output sein wie plus minus 1, nur mal als Beispiel. Wir wollen vielleicht ein Stop-Loss wissen von einem Trade, da brauchen wir noch eine Zahl und so weiter und ein Take-Profit und eine Lot-Zahl und ihr wisst. Also braucht man vielleicht mehrere Outputs. Ich will es mal erstmal an einem anderen Beispiel nochmal ein weit verbreitetes Übungsmodell, was man sich anschaut, wenn man über neuronale Netze redet. Zum Beispiel Handschriftenerkennung. Ihr seht hier Musterbeispiele. Da hat sich nämlich, ich weiß gar nicht wer, irgendjemand in den USA, die Datenbank heißt die MNIST-Datenbank, hat sich mal die Arbeit gemacht und hat 60.000 Bilder aufgenommen von handschriftlichen Ziffern. Und hier ist dann die Ziffer 7, die Ziffer 2 und so weiter. Ihr seht's. Jedes dieser Bilder ist sogar recht klein im Sinne von heutigen Fotos. Das hat gerade mal 28 mal 28 Pixel. Aber ihr seht, da können mal auch ziemlich verrückte sein. Also hier diese 5 ist kaum zu erkennen. Man kann hier auch sogar unschwer erahnen, dass das Ganze in den USA gemacht wurde, weil die Amis machen bei der 7 nämlich keinen Querstrich hier rein und lassen bei der 1 auch vorne den Haken hier weg. Man kann hier auch ein bisschen noch drehen, so diese 9 ist ein bisschen gedrehter als die. Ihr seht also, das sind sogenannte Trainingsdaten. Oder es sind erstmal Daten, die wir nachher verwenden können, um zu trainieren. Und wenn wir nochmal das hier an dem Beispiel sehen und fragen, gerade hatten wir das Bild mit den Input-Layern, mit den Input-Nodes. Okay, wir haben jetzt hier so Pixelbilder von handschriftlichen Zahlen. Naja, das sind jetzt halt 28 mal 28 Pixel. Das sind 784. Also würde man hier für das neuronale Netz 784 Input-Nodes wählen. Jeder Pixel ist dann einer. Und jeder Pixel, weil das hier sogar Grauwerte sind, hat eine Zahl, also es ist nicht nur 0 und 1, sondern hat einen Grauwert. Vielleicht meinetwegen 0 bis 256. Also brauchen wir 784 Input-Nodes, um hier die einzelnen Pixel als Signal aufzunehmen. Naja, was soll der Output werden? Ich will natürlich wissen, okay, dieses Bild hier rechts oben ist eine 4. Und dafür benutzt man gerne Daten, die gelabelt sind. So nennt man das dann auch. Deswegen steht hier oben drüber, Kennung ist 4. Das heißt, das Netz wird nachher, um das zu lernen, wird es wissen, dass dieses Bild hier eine 4 ist und versucht dann das Netz nachher so zu trainieren, dass auch hinten eine 4 rauskommt. Gut. Okay, kommt mal gerade eine Frage. Wofür werden die Netze eingesetzt? Als Regressionsmodell, um Forecasts zu erstellen? Wenn ja, ich habe es probiert, die Netze laggen. Das heißt, sie liegen ein paar Zeitschritte zurück. Ist eine mögliche Konsequenz, die entstehen kann. Aber, also, wofür werden die Netze eingesetzt? Natürlich für Forecast-Zwecke. Zum Beispiel Forecast von Passagierzahlen in Flugzeugen. Beim Wetter weiß ich es noch nicht, da habe ich es noch nicht gehört. Auslastungsmodelle, dann Dinge zu klassifizieren, also Bilder zu erkennen, auf Bildern etwas zu erkennen. Dann
Ein Thema, was vielleicht nicht der ein oder andere hören will, ist die Personenerkennung aus Videoüberwachungen. Das heißt, da will ich wissen, wer ist auf dem Bild zu sehen? Oder kann ich innerhalb einer Sequenz von 24 Stunden einen Menschen mehrmals wiedererkennen? All das ist Aufgabe von diesen neuronalen Netzen. Nur mal so als kleine Anregung. Und wirklich noch vieles, vieles mehr. Amazon, Produktplacement, Vorschläge, Google Assoziationssuche. Ihr fangt an, was einzutippen und Google tippt schon weiter, schneller als ihr überhaupt tippen und denken könnt. So ähnlich. All das basiert auf immer genau solchen Methoden. Hier nochmal kurz zurück zu diesem Übungsmodell Handschrifterkennung, in dem Fall sogar nur Zahlen. Also dann wissen jetzt, warum wir da so Input-Nodes haben und dann müssen wir irgendwie weitergehen. Natürlich gehen wir da auch nochmal genauer drauf ein. Nur der gerade gefragt hatte, meinte im Traden, nee, das kann ich dann nicht bestätigen, dass es da sozusagen ein Lag, ein Zeitlag gibt. Werden wir nachher sehen, lässt sich, zumindest erste Ansätze habe ich schon, die recht, sagen wir mal, vielversprechend. Ich will noch nicht wirklich erfolgreich sagen, sind. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wir wissen, Input haben wir. Jetzt habe ich mal gesagt, was passiert denn eigentlich in so einem Neuron? Was man eigentlich immer macht, ist, man hat mehrere Inputs, die in dieses Neuron reinfließen und im einfachsten Fall werden die einfach erstmal summiert. Genau genommen werden wir die nachher Gewichte summieren. Das heißt, jeder kriegt noch so einen Multiplikator und damit kommt das eine Signal stärker an, das andere schwächer und noch eins extra stark kriegt. Das heißt, auf die einzelnen Signale multiplizieren wir einfach irgendeinen Faktor drauf. Und dann geht man typischerweise durch eine sogenannte Aktivierungsfunktion, eine Schwellwertfunktion oder in dem Fall hat sie hier sogar einen speziellen Namen, nämlich die sogenannte Sigmoid-Funktion. Die ist hier im rechten Bild auch nochmal so symbolisch, so eine S-Kurve, die eigentlich, die startet bei minus unendlich bei 0, geht bei plus unendlich auf die 1 und wenn man sonst nichts macht, geht sie bei 0 durch die 0,5. Das ist die ganze Sinn und Zweck dieser Funktion. Ist auch in Anlehnung an wiederum die neuronalen Netze. Was man genauer macht, wenn man diese Funktion anwendet, man packt auch da nochmal wieder zwei zusätzliche Faktoren rein, weil man will diese Funktion nach links und nach rechts verschieben. Und man will auch noch die Steigung beeinflussen können. Aber das sind schon wieder Details, die wir nicht brauchen, nicht ganz so wichtig jetzt sind. Warum braucht man sowas? Man muss irgendwie so auf nachher Schwellwerte. Es sollen Dinge passieren, wenn bestimmte Schwellwerte überschritten werden. Jetzt will man das nicht unbedingt mit Stufenfunktionen machen. Und der tiefere Grund ist da übrigens, weil man die nicht ableiten kann, also weil man die nicht differenzieren kann. Und das wird gleich noch ganz, ganz wichtig, dass wir das alles immer jeweils auch ableiten können. Aber es soll ein bisschen so hinaus, ein Neuron, wenn eine bestimmte Schwelle überschritten wird, dann soll es schießen, so sagen auch die Biologen, weil man da tatsächlich solche Signalflüsse so gefunden hat. Und so ähnlich ist es natürlich auch. Denkt mal schon mal ein bisschen zum Traden. Wir wollen einen Chart interpretieren oder einen Kursverlauf und ja, jetzt soll sozusagen geschossen werden. Schieße long. Und genau ist es selbst hier nachher nicht anders, wie ich präsentiere so ein Pixelbild, meine 28 mal 28 Pixel, und da ist vielleicht eine 4 drauf zu sehen. Und schließlich und endlich soll es bei der 4 hinten rausschießen. Dass wir wissen, hey, das Ding war jetzt nur wirklich eine 4. Und das passiert an jedem einzelnen Neuron. Man hat ja Freiheitsgrade, die man auch wählen kann. Also jetzt mit Freiheitsgrad meine ich nicht die grundsätzlichen Freiheitsgrade, sondern es gibt unterschiedliche Schwellwertfunktionen, Sigmoid, Tangens, Hyperbolicus und. Ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, es gibt halt verschiedene. Das heißt, wenn man es ein bisschen weiter abstrahiert, sieht das Ganze dann so aus. Wieder, hier ist mein neuronales Netzwerk Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3. Da kommt ein Signal rein. Naja, und dieses Signal wird dann zu jedem in der nächsten Schicht weitergeleitet. Und jetzt stehen hier schon mal ganz bewusst so ein paar Zahlen. W11, W12, W, müsste eigentlich
nicht 2-1 heißen, sondern 3-1. 1-3, so, W1-3. Das ist falsch gelabelt. Egal, macht nichts. Mir geht es nur darum, jeder ist hier von der zur nächsten Schicht mit dem nächsten verknüpft. Und wenn wir jetzt nachher hier diese ganzen Rechenoperationen machen wollen, müssen wir halt für jeden die sogenannten Gewichte festlegen. Und das wird auch sowas sein wie, und jetzt kommt schon die erste Überlappung zu vielen Dingen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wir kriegen praktisch hier Freiheitsgrade. Diese einzelnen Gewichte, also die Verknüpfungen, wie stark ist welches Neuron mit dem nächsten verknüpft, ist erstmal variabel. Damit ist es auch in unserer Sprache von unserer ganzen Trading-System, Strategien, sind es Freiheitsgrade. Jetzt ist hier dann relativ schnell die Anzahl der Freiheitsgrade sogar ziemlich riesig. Erinnert ihr euch nochmal an mein Eingangsbeispiel mit dem Handschrifterkennung. Da haben wir zumindest im ersten Layer brauchen wir 784 Neuronen und dann geht es weiter. Das werden dann nachher ziemlich viele Freiheitsgrade, wenn wir dann noch jeden mit jedem verknüpfen und vernetzen, brauchen wir entsprechend viele Gewichte. Und jedes von denen ist erstmal variabel und kann dann verändert werden. Gut. Von welchem Buch ist dieses Bild? Man kann es sozusagen erahnen. Die Sprache im Bild ist Deutsch, also war es das deutsche Buch. Also das, was auf meinem ersten Bild auf der rechten Seite war. Also mit dem Lila. Daher taucht das Bild hier auf. Gut. Das ist übrigens auch das Einfachere, also das Verständlichere. Ist wirklich super gut geschrieben. Auch wenn das hier, und ihr erahnt schon, was hier nachher mathematisch alles passiert, hier geht es um Matrizen, Matrizenmultiplikationen und. Klingt immer atemberaubend, ist aber in der heutigen Welt ziemlich einfach. Achso, mal kurz ein Exkurs. Wie macht man oder was nutzt man eigentlich für Tools, wenn man neuronale Netze auch selber machen will? Das Wichtigste ist eigentlich Python, also man benutzt die Programmiersprache Python, weil da gibt es Bibliotheken, da wird ein komplettes neuronales Netz zusammen lernen zu einem Programmcode von nachher vielleicht in Summe 30 Zeilen. Und damit habe ich das komplette neuronale Netz beschrieben, gelernt und kann es anschließend anwenden. Es ist wirklich atemberaubend. Und das Ganze unter Python mit den entsprechenden Bibliotheken. Wird alles in dem Buch erklärt, wirklich zum Nachmachen. Übrigens benutze ich selbst noch nicht mal Python, sondern ich mache nach wie vor alles in C. Und jetzt kommt noch ein netter Hinweis, dieses Buch hat jemand schon mal in der Schule gesehen. Finde ich klasse. Also, da hat wieder der eine vom nächsten geklaut. Wer auch immer der Erfinder war, kann ich nicht beurteilen. Also es geht darum, wir brauchen hier die Gewichte und die müssen wir natürlich variieren und irgendwie nachher auch optimieren. Na, da sind wir Weltmeister drin. Das kennen wir von Trading-Strategien. Wie geht's dann weiter? So ein bisschen ist die Aufgabenstellung jetzt irgendwie klar. Jetzt brauchen wir so ein paar Methoden, mit denen wir das Ganze bewerkstelligen können. Zum einen brauchen wir unbedingt etwas, das wird hier im Allgemeinen immer meistens sowas wie die Kostenfunktion genannt. Ich würde das eher so nennen wie, wir brauchen sowas wie eine Kennziffer über die Güte unseres neuronalen Netzes. Ihr wisst, ich habe es gleich mal für Traden wird das nachher eher wieder offensichtlich. Ihr kennt auch, haben wir schon in den ganzen Webinaren vielfach gemacht, haben wir auch gelernt, dass nicht vielleicht unbedingt Profit alles ist, aber das ist jetzt hier nicht das Wesentliche. Wichtig ist nur, wir brauchen eine Zahl schließlich und endlich, eine einzige Zahl, die uns sagt, wie gut ist unser neuronales Netz. Nehmen wir mal ein Beispiel, diese Zahlen-Handschrifterkennung, da wird es relativ einfach. Eigentlich die Trefferquote. Gut, für uns wohlvertrauter Begriff, kennen wir auch vom Traden. Damit so ein paar Stolpersteine. Ihr kennt meine Kommentare dazu. Aber hier, ja, wir wollen diese Handschrifterkennung. Wenn eine 4 reinkommt, soll auch hinten eine 4 rauskommen. Dann wissen wir, wir haben alles richtig gemacht. Das wäre sowas wie die Güte. Oder ich mache mal nur ein ganz gleich ein anderes Beispiel. Ich habe eingangs gesagt, wir reden über Schach, wir reden über Go. Und da hat sogar der Computer aus sich selbst gelernt. Naja, worum geht es da? Naja, im Zweifelsfall ums Gewinn. Das heißt, alles war gut, wenn es hinten am Ende zu einem Gewinn geführt hat.
also dem Gewinn eines Spiels. Und da haben wir natürlich auch eine schöne Zahl. Und diese Zahl wollen wir, naja gut, je nachdem, was für eine Art von Zahl wir haben, wollen wir die entweder maximieren oder minimieren. Also bei einer Trefferquote will man sie meistens maximieren. Es gibt genügend andere Dinge, die will man nachher minimieren, aber das ist einerlei, weil das ist ja eh nur das Vorzeichen. Fürs Traden kann es vielleicht auch nachher die Trefferquote werden, kann es der Profit werden oder ihr kennt, was ich gerne benutze, ist dieses Opti. Ist aber auch wurscht erstmal. Wir können am Ende ein neuronales Netz durch eine einzige Zahl beurteilen. Und wenn wir irgendetwas maximieren wollen, dann ist es umso besser, je größer diese Zahl ist. That's it. Okay, wie heißt, geht das dann jetzt hier ein ganz klein bisschen genauer? Weil ganz ins Detail kann ich jetzt auch nicht. Aber hier nochmal wieder kurz unser Beispiel: Handschrifterkennung. Input ist hier gerade so ein Bild von einer 8. In Wahrheit sollen das hier diese 28 mal 28 Pixel sein. Und dann kommt hier ein ganzes neuronales Netz. Habe ich gar nicht im Detail gemalt. Ihr wisst, wir brauchten allein schon 784 Input-Nodes, wären ein Haufen Punkte hier geworden. Und als Output will ich hier zum Beispiel einfach 10 Output-Nodes haben. Und hier kann ich mir das Leben einfach machen. Ich sage einfach, okay, jeder Output, also hier diese Zahl, die hier hinten rauskommt, an jedem dieser grünen Stränge ist einfach eine Zahl zwischen 0 und 1. Zum Beispiel, weil sie aus dieser Sigmoid-Funktion rauskommt. Dann sage ich einfach, jetzt kriege ich ja hier, ich schicke vorne so ein Bild rein, jetzt kommt hier hinten, bei jedem kommt eine Zahl raus, bei jedem von diesen 10 Output-Layern. Und ich sage einfach, der größte gewinnt. Soll heißen, wenn die Zahl, die hier hinten rauskommt, also vielleicht ist, hier steht hier vorne eine 0,12, hier bei der 1 steht eine 0, 1,1 und bei der 8 steht dann nachher vielleicht eine 0,89 und alle anderen Zahlen sind kleiner, dann hat die 8 gewonnen und wir identifizieren das Bild als 8, was in dem Fall jetzt richtig war. Also so ist es dann schön. Das heißt, jeder unserer 10 Output liefert eine Zahl und der größte gewinnt. Aber jetzt können wir natürlich auch sofort sagen, wie wir die Trefferquote bestimmen. Na gut. Wir wissen, entweder unser Output ist nachher richtig oder er ist falsch, weil unsere Daten sind ja, das nennt man hier in der ganzen neuronalen Netzsprache, sind ja gelabelt. Zu jedem dieser Bilder wussten wir, was es für eine Zahl ist. Und dann können wir halt auch ganz einfach sagen, ob wir jetzt richtig oder falsch liegen. Beim Traden ist es übrigens nachher auch nicht so groß kompliziert, weil zu jeder Vergangenheit kennen wir ja die Zukunft. Das heißt, wir können dann auch später beurteilen, ob es denn richtig gewesen wäre, was auch immer wir da machen wollen. Trade-Entscheidung, Long, Short, irgendwas. Also auch fürs Traden können wir genau die gleichen Methodiken dann anwenden. Jetzt ist es nur so, wir müssen ja nachher unser neuronales Netz trainieren. Das heißt, wir fangen hier einfach mit irgendwelchen Zufallszahlen an für die einzelnen Gewichte und schicken mal so ein Bild hier rein und dann kommt da halt zum Beispiel bei dieser 8 kommt raus eine 1. Also wir identifizieren dieses Bild zu 1. Also falsch. Naja, und jetzt merkt er schon, jetzt geht es nachher darum, die Gewichte zu verändern und unser neuronales Netz zu verändern, um unsere Trefferquote zu erhöhen. Ja, wie geht das genauer? Okay, und da kommt die Methode Gradient Descent. Ein wahnsinnsmächtiges Tütchen. Lässt sich übrigens auch für allgemein für Trading-Strategieentwicklungen anwenden. Wie geht man vor? Gradient Descent, also absteigender Gradient, wird auch nachher klar, warum. Hier geht es immer nachher darum, Minimums zu finden und deswegen Descent, also wir wollen nach unten. Wie gesagt, Maxima ist dann einfach nur Vorzeichenwechsel. Wir fangen in unserem neuronalen Netz einfach mit zufälligen Werten tatsächlich an. Für jeden unserer Gewichte und anderen Zahlen, die da auch irgendwie drin vorkommen. Jeder kriegt einfach eine Zufallszahl. Bumm. Und jetzt nehmen wir uns einen Test-Sample-Satz. Naja, wir haben ja einen Haufen Daten. Ich hatte eingangs bei diesem Handschrifterkennung gesagt, 60.000. In Wahrheit nehmen wir nachher gar nicht alle 60.000, sondern nur ein Teil, kommen hier aber nochmal zu. Und die schicken wir jetzt einfach mal durch unser Netz. Das heißt, wir schicken so ein Bild mit seinen 784 Pixelwerten rein und es kommt ja was raus. Egal wie gut oder schlecht es ist, es kommt was raus. Jedes Bild wird automatisch dann,
ja, sozusagen erstmal identifiziert, ob jetzt richtig oder falsch, sei dahingestellt. Aber es kommt was raus. Aber was wir dann wissen ist, wir kennen jetzt die Trefferquote. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir variieren die Gewichte des neuronalen Netzes so, dass die Trefferquote besser wird. Das erste hieß übrigens Forward Propagation. Und jetzt versuchen wir das Netz rückwärts wieder besser zu machen. Also wir wollen jetzt diese Gewichte einfach irgendwie variieren. Jetzt können wir natürlich nicht einfach immer nur Zufallszahlen nehmen. Wir haben viel zu viele Freiheitsgrade. Wenn wir das alles über Zufall machen, kommen wir nie zur Lösung. Also müssen wir das irgendwie intelligenter machen. Wir können nicht einfach jedes Mal irgendwelche Zahlen nehmen. Außerdem haben wir halt so wahnsinnig viele. Es gibt neuronale Netze, die haben, also ich kenne es, selber habe ich solche noch nicht gemacht, aber die haben angeblich in Summe 1.000, 1 Million verschiedene Nodes. Das heißt, die müssen jetzt von 1 Million Gewicht, neue Gewichte finden, also neue Zahlen, und zwar bessere. Und die Methode, die da sehr zielführend ist, nennt sich Gradient Descent. Okay. Jetzt kriege ich halt nochmal eine Frage, deswegen will ich hier nochmal kurz das Bild von vorhin zeigen. Hier die Benennung, die ist hier ein bisschen unglücklich gewählt. Eigentlich sollte hier das Ganze aussehen wie eine Matrix. Also von 1 nach 1 wäre deswegen W11. 1, dann von 1 nach 2 wäre W12 und dann von 1 nach 3, ach, dann ist die Zahl da, W13. Ich habe die ganze Zeit hier auf diese W21 geguckt und die wäre falsch gewesen. Nein, es ist doch richtig markiert. Hier unten steht nämlich W13. Ich habe nur auf die falsche Zahl geguckt. Also diese Zahl gehört zu diesem Pfeil. Okay, also ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil, da war gar kein Fehler. Gut, zurück zur Methode Gradient Descent. Also wir wollen jetzt unsere Gewichte so verändern, dass unsere Trefferquote besser wird. Und jetzt haben wir nur so wahnsinnig viele Freiheitsgrade. Wie geht man vor? Man macht Folgendes. Erstmal hier sozusagen im eindimensionalen oder meinetwegen, also an einer ganz einfachen Funktion. Dieses hier ist soll eine Parabel sein, stimmt nicht ganz mit der überein, aber egal. Ist auch aus dem Buch kopiert. Einfach eine Parabel und wir wollen, wenn wir hier starten, wollen wir das Minimum dieser Parabel finden. Gut, mag jeder sagen, kann ich ja sofort sehen, hier unten. Jetzt geht es aber darum, eine Methode zu machen, mit der man zielführend dahin findet. Und zwar quasi von selbst. Und der Trick ist einfach, man startet einfach irgendwo. Dieser rote Punkt hier. Und was man jetzt macht, ist, man macht einfach einen Schritt zur Seite. Ich mache mal meinen Schritt zur Seite, indem ich hier ein Stückchen nach rechts gehe. Das würde bedeuten, auf der blauen Funktion laufe ich nach oben. Okay. Wenn ich so einen Schritt zur Seite gemacht habe, kann ich anschließend die Steigung bestimmen. Um mal kurz mathematisch zu werden, wir haben zwar dann nicht den Differentialquotienten bestimmt, sondern den sogenannten Differenzenquotient. Macht nichts. Ist in aller Regel immer ausreichend genau, wenn man den Schritt zur Seite nicht zu groß macht. Das heißt, wir kennen die Steigung an diesem Punkt. Ja, das ist natürlich toll. Wenn ich weiß, wie die Steigung hier ist, dann weiß ich, in welche Richtung ich laufen muss, um in Richtung Minimum zu laufen. Nämlich nach links. Und das iteriere ich, bis meine Steigung ungefähr null ist. Genau null wird sie nicht werden, aber bis sie ungefähr null ist oder ich einfach nah genug dran bin, dann sage ich, ich bin am Ziel. Und das ist die ganze Methode. Das ist vergleichbar mit einem Gebirge. Und jetzt haben wir das Bild sozusagen schon mal gleich zwei- bzw. dreidimensional, auch wieder für die gleiche Methode. Stellt euch einfach vor, ihr steht im echten Gebirge, bindet euch die Augen zu und sollt jetzt den Weg ins Tal finden. Naja, was wäre denn möglich? Ich mache einfach mal so einen Testschritt nach rechts, also sozusagen, ich sage jetzt mal einfach eine Himmelsrichtung nach Osten und ich mache einen Testschritt nach Süden, dann weiß ich, in welche Richtung die Steigung am größten ist. Also in welche Richtung ich eigentlich laufen soll, um in Richtung Tal zu kommen. Und das ist die ganze Methode. So hoppel ich hier, wie dieser Ball, der hier runterläuft, mehr und mehr runter und lande schließlich endlich hier in diesem Minimum. Jetzt hat die Methode nur einen Schönheitsfehler. Sie findet nämlich nur lokale Minima. Es könnte sein, dass
ein tieferes Minimum hier rechts ist. Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt hier wirklich in dem Beispiel der Fall ist. Zudem hoppel ich aber nicht, weil ich automatisch hier lande und ich komme nicht rüber in das andere Tal. Dem kann ich nur begegnen, indem ich an verschiedenen Punkten nochmal starte. So kann ich dann vielleicht auch ein paar, also kann ich noch ein tieferes Minimum finden. Wieder übertragen aufs Gebirge ist, naja, man findet halt das nächstbeste Tal. Dass es ein Nachbartal gibt, was noch tiefer ist, haben wir dann leider nicht mitgekriegt. Gut ist aber, es ist meistens nicht ganz schlimm. Was allerdings viel wichtiger ist, dass diese Methode, es gibt ein Rechenverfahren für diese Methode, wo man, ich habe es mal hier ein bisschen lapidar hingeschrieben, wo man, auch wenn man Hunderte, Tausende von Freiheitsgraden hat, wo man in einem Rutsch alle etwas besser optimiert. In einem Rutsch, wohlgemerkt. Ist ein ziemlich mächtiges mathematisches Verfahren und wird halt von so Tools wie Python dann auch entsprechend angewendet. Ist wirklich ziemlich genial, dass das möglich ist. Eigentlich würde man halt überall diese Testschritte machen, so wie ich das jetzt hier illustriert habe, aber dass man alles in einem einzigen Rutsch durch das gesamte neuronale Netz machen kann, ist schon gigantisch. Läuft halt viel über den Matrizeneinsatz. Es vermisst schon jemand den Trading-Bereich. Kommt noch. Kommt noch. Ist nämlich alles nur der Übertrag von dem, was wir hier brauchen. Ob ich das jetzt gerade über das Trade, ich nehme lieber gerade Beispiele, die auch ein bisschen illustriert, also sich besser illustrieren lassen, als schon gleich zum Traden. Kommen wir aber noch zu. Keine Sorge. Wahrscheinlich bräuchte ich da so links noch nach ein paar mehr Webinare. Aber ein paar erste Ergebnisse will ich ja hier auch nochmal zeigen. Was man dann typischerweise macht, ist, man splittet seinen Datensatz. Man hat irgendwie zum Beispiel, wie gerade bei diesen 60.000 MNIST-Bildern, Handschrifterkennung, macht man einfach sowas wie 80-20. Man nimmt einfach ein paar Out-of-Sample, die man dann als Out-of-Sample deklariert, also hier so als grüne Teilmenge. Man trainiert sein Netz dann mit den verbleibenden vielleicht 50.000 Daten und sucht und sucht und sucht, bis man dieses Netz immer besser, immer besser, immer besser gemacht hat, weil man halt seine Trefferquote immer weiter erhöht hat. Ja, wenn man das hat, dann wendet man sein neuronales Netz auf die verbleibenden 10.000 Daten an und fragt, funktioniert es da auch? Und wird häufig feststellen, es funktioniert dann nicht so gut. Das ist so eine kleine Krux. Kommen wir aber noch zu. Und schließlich und endlich nimmt man aber dann einfach den, der auch am besten noch im Out-of-Sample funktioniert. Und damit hat man sein neuronales Netz fertig. Ab jetzt wäre es dann bereit, gegen ein Go zu spielen oder hier Handschriften zu erkennen. Oder das neuronale Netz ist dann fertig, um das Traden aufzunehmen. Die Logik ist jetzt hier überall dieselbe, ob das Handschriftenerkennung, Traden oder sonst was ist. Ich habe immer Input-Daten, ein Output, beim Traden wird es nachher sicherlich irgendwann der Profit oder sowas ähnliches sein und dann will ich es optimieren. Aber versuchen wir mal ein bisschen mehr uns schon in diese Richtung zu bewegen. Gehen wir mal schon mal in Richtung Traden. Ihr seht, ich habe wieder so ein kleines neuronales Netz gemalt. Diesmal kriegen allerdings meine drei Input-Nodes, das Ganze ist jetzt hier ein bisschen symbolisch gemalt, weil man kann auch natürlich deutlich mehr nehmen. Die kriegen als Input zu einem gegebenen Zeitpunkt einfach ein Stückchen Kurshistorie. Soll heißen, wenn ich jetzt hier schreibe R-1, stellt euch einfach vor, wir leben im Jetzt. Und dann frage ich, wie ist der Rate of Change, also wie viel Prozent hat sich der Kurs beispielsweise innerhalb der letzten einen Stunde, wenn wir einfach mal, denken wir jetzt mal wirklich über das Traden nach und denken wir mal in Charttechnik, sagen einfach, wir nehmen H1 da. Dann könnte ich ja sagen, okay, von jetzt und eine Stunde zurück hat mein Kurs sich um x Prozent geändert, plus oder minus. Ich kann auch fragen, wo war denn der Kurs vor 2 Stunden? Dann hätte ich noch eine Zahl als Input. Und dann beispielsweise
Habe ich jetzt hier R-4 geschrieben, vielleicht vor 4 Stunden, und vielleicht können wir das Ganze noch weiter runter, vor 8 Stunden, vor 16 Stunden, vor 32 Stunden, wie auch immer. Wir müssen hier auch nicht jetzt irgendwas verdoppeln, wie ich es gemacht habe. Wir könnten auch einfach sagen, wir nehmen einfach die letzten 100 Stunden. Das ist sozusagen dann der Input. Und der Output, machen wir es mal symbolisch und einfach. Ich frage mal einfach nur, long oder short? Sollte ich jetzt lieber long oder short gehen? Mit anderen Worten, geht der Kurs vielleicht in der nächsten Kerze hoch? Das wäre sozusagen das Signal long. Oder geht er runter? Das wäre das Signal short. Das ist da jetzt noch kein wirklicher Trade. Wir haben keinen Stop-Loss und nichts dergleichen. Sondern ich will ein bisschen darauf hinaus, erstmal zu sagen, hey, können wir nicht die nächste Kerze in der Tendenz vorhersagen? Wird die also. Dann geht die nach oben oder geht die nach unten? Das ist erstmal vielleicht die einfachste Frage, die ich hier überhaupt in Summe stellen kann. Und das heißt, ich schreibe es auch gerade, die Output-Schicht liefert dann eine Prognose entsprechend einem zuvor definierten Prognoseziel. Nein, noch habe ich gar kein Prognoseziel. Ich sage nur, ich will die sozusagen das Vorzeichen der nächsten Kerze. Wir sind sozusagen, ich versuche das gerade ganz bewusst erstmal noch ganz, ganz low level zu halten. Das hat einen tieferen Grund, warum ich das low level halte. Nicht, weil das andere irgendwie schon zu sophisticated wird, nee, sondern nur so kann man sich diesem Thema auch nachher praktisch annähern, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was beim Traden möglich ist. Also wenn ich jetzt gleich sage, ich will alles wissen, ich will einen Trade aufsetzen, ich will die Lot Size, ich will einen Stop Loss, ich will einen Take Profit und, dann überfrachten wir uns. So schnell kommen wir noch nicht zum Ziel. Also einfachste Frage hier, nur wird die nächste Kerze long oder short? Also geht es nach oben oder nach unten? Und der Input ist hier nicht die Rendite, sondern der Input ist die Kurshistorie. Zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann, ich bleibe mir jetzt einfach mal in meiner Sprache, ein paar Stunden zurück. Das heißt, der Input ist quasi so ein Kursvektor und zwar auf die Vergangenheit bezogen. Und das schicken wir rein und dann kriegen wir was raus. Bevor wir jetzt dann auch auf die Resultate kommen, will ich dann schon mal gleich über ein paar Stolpersteine reden. Was wir hier unbedingt machen müssen, ist, wir müssen dynamisch rechnen. Und ich habe bewusst hier nochmal eben ein Bild aus einer vorhergegangenen Webinar. Das erinnert euch, wir brauchen hier nachher Walk-Forward-Methode. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, okay, wir nehmen unseren gesamten Kurshistorie, versuchen in der jetzt die Logiken zu entdecken über das neuronale Netz und trainieren, damit wir dann mal irgendwann Vorhersagen machen können. Nee, wir müssen das hier iterativ machen. Soll heißen, wir gehen, wenn wir das Ganze auf Traden beziehen, wir gehen so ähnlich vor wie bei der Walk-Forward-Methode. Wir nehmen uns zum Beispiel diesen grünen Kasten, lassen mit diesen Kursdaten, die da auf Stundenbasis, hier sind ja sogar D1-Daten oder irgendwas anderes dargestellt, wir lassen damit unser neuronales Netz trainieren und optimieren es zum Beispiel auf Trefferquote für die nächste Kerze. Und wir lassen den trainieren, trainieren, trainieren mit den grünen Daten und dann wenden wir es in der Zukunft an. Nur so wird hier wirklich ein Schuh draus. Meine Erfahrung ist nämlich schon die, man kann wahnsinnig viel machen mit neuronalen Netzen. Wenn man aber sozusagen Standardmethode sagt, ich nehme alle Daten oder ich mache nur dieses Out of Sample. Aber so ist ja nun mal das Traden nicht geschnitzt. Wenn wir hier was lernen wollen, müssen wir es immer in der Vergangenheit gelernt haben und dann in der Zukunft anwenden. Das können wir natürlich über die Walk-Forward-Methode gerade auf Trading-Daten, also Kursdaten, herrlich machen. Aber wir müssen auch hier so iterativ natürlich dann durchgehen. Andi schreibt hier wieder über den Leck. Nein, hier haben wir keinen Leck, sondern also keinen Zeitverzug, sondern wir können das genau so durchführen. Sonst müssen wir nochmal vielleicht separat darüber diskutieren. Also, mir ist nur wichtig, wir brauchen diese Walk-Forward-Methode. Auch dann, wenn wir hier das Ganze anwenden wollen aufs Traden. Extrem wichtig.
Was wir übrigens machen können, was ich auch durchaus hier getan habe, ist ein ganz klein bisschen anders, als wir hier damals das gemacht haben. Da haben wir diesen Kast, das Ganze dann immer hier so dann durchgezogen und so weiter und so fort. Was wir natürlich machen können, ist, wenn wir hier an dieser Stelle sind, dann dürfen wir natürlich auch gerne hingehen und weiterhin als Input, ups, geht jetzt gerade nicht, warum, weiß ich nicht, als Input hier eine längere Historie nehmen. Also das, in der Vergangenheit können wir das machen. Also unsere Historie darf sozusagen immer am gleichen Punkt starten. Das ist absolut zulässig. Aber wir müssen halt in Summe dynamisch arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Was wir auch merken, wenn wir hier mit echten Kursdaten arbeiten, genau die Erkenntnis, nämlich die wir auch schon an anderen Stellen hatten, Kursdaten sind nah am Zufall. Und der Zufall ist hier gewissermaßen Gift für jedes Lernmodell. Jeder, der sonst über andere Anwendungen von neuronalen Netzen jetzt reden würde, würde sofort sich bei seinem Chef oder wem auch immer beschweren und sagen, jetzt, ich brauche andere Daten. Diese Daten sind nicht aussagekräftig genug. Gib mir bessere Daten. So ähnlich. Können wir aber nicht. Wir haben nur die einen Daten und das sind nun mal unsere Kursdaten. Ich will wohl dabei sagen, wir können natürlich noch andere Input-Sachen verwenden. Das will ich nicht verschweigen. Wir könnten News nehmen, Bilanzstatements, was weiß der Geier was, Twitter-Meldungen und, wären zusätzliche Input-Möglichkeiten. Ich bleibe mal erstmal nur bei Kursdaten, weil die habe ich einfacher unter Kontrolle. Und vor allen Dingen kann ich damit mein dynamisch natürlich auch sehr, sehr schön machen. Dann werden wir einem anderen Problem noch begegnen. Wir haben nur ziemlich kleine Datensätze. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hüps, aber wir haben doch immer, wir können auch auf super kleine Zeitebenen gehen und haben dann Millionen von Datenpunkten. Dumm gelaufen. Kleine Zeitebenen sind hier nicht die Lösung, weil, wenn man Webinare zu machen, sie enthalten keine neuen Informationen. Und schließlich und endlich werden wir auch nichts davon können, wenn wir von einer nächsten M1-Kerze wissen, welche Farbe sie hat, rot oder grün, einen profitablen Trade kriegen wir daraus sowieso noch nicht gebastelt. Ihr wisst, Kosten. Also kleine Zeitebenen sind hier erstmal nicht die Lösung. Ich mache übrigens deshalb meistens die Sachen auf H4-Basis, damit deine Kerze auch nachher wirklich mal ein bisschen sozusagen Substanz hat, also ein bisschen eine gewisse Größe hat. Wir haben also eher kleine Datensätze. Hier, unser guter Mark Zuckerberg, der hat Datensätze von 2 Milliarden Kunden, also 2 Milliarden Facebook-Nutzern. Und die haben so und so viele Sachen geliked und getweetet und wie auch immer das alles genau heißt. Der Mann hat richtig große Datensätze. Wir haben ziemlich kleine. Und das nächste, was ganz wichtig ist, wenn es natürlich nachher ums Traden geht, müssen wir irgendwann auch mal die Kosten berücksichtigen. Spread und Commission. Ist übrigens herrlich. Es gibt über neuronale Netze auch in der ganz normalen Wissenschaft mit Bezug auf Traden jede Menge Veröffentlichungen. Und es gibt sogar eine Untersuchung dazu. Und 90% aller vergessen Spreads und Commission. Dumm gelaufen. So ist halt die Wissenschaft. Also sie kümmert sich nur ums neuronale Netz und ohne dabei mal irgendwann auch sich die Kosten des Tradings anzugucken. Dumm gelaufen. Gut. Ich muss gerade lachen über Kommentare. Also das sind schon mal ein paar erste Stolpersteine. Nicht einfach zu beherrschen. Ich will mal drei echte Ergebnisse zeigen. Auch wenn ich jetzt gleich selber auch an einigen Stellen natürlich noch keine Kosten drin habe. Das liegt aber allerdings an der Fragestellung. Ich will zunächst mal eine Frage beantworten. Ist es mir möglich, bei Forex-Daten auf, ich nehme jetzt gleich H4-Basis, die Richtung der nächsten Kerze vorherzusagen? Also ist die nächste Kerze, die nächste H4-Kerze, die dann kommt, ist sie long oder short? Und das will ich auch komplett dynamisch machen. Dynamisch heißt, ihr wisst, ich habe immer in einer Vergangenheitsfenster optimiert und wende es dann in der Zukunft an und tue das iterativ durch meinen kompletten historischen Datensatz. Also das ist sozusagen dann die schönste Form. Wenn dann was Vernünftiges rauskommt, dann bin ich schon mal ziemlich überzeugt.
Ich werde jetzt mal hin und her springen. Ich will auch erstmal hierzu gleich die Ergebnisse zeigen. Also, wir fragen nur Hitrate. Also, können wir die nächste H4-Kerze richtig vorhersagen? Machen wir kurz mal, gehen wir mal auf Erwartungshaltung. Also, wenn ich einfach nur eine Münze werfe, dann habe ich ja zwangsläufig eine Hitrate von 50%. Das heißt, wenn irgendwas nur rauskommt mit 50%, naja, dann bin ich halt genauso gut wie der Zufall. Alles, was besser ist als 50%, hieße, ich habe schon ein bisschen gewonnen. Also zumindest ein bisschen. Und ihr werdet gleich sehen, was wir denn auch erreichen können. Also, was können wir erreichen? Jetzt nicht erschrecken, Bild ist so bunt und ich führe euch. Ich will euch nur schon mal gleich zeigen, wenn, dann untersucht man natürlich nicht nur für ein Forex-Paar, sondern gleich für 28 und Gold habe ich auch noch gleich mit reingenommen. Wie ist das Bild zu lesen? Damit man nicht ganz hier erschrecken. Erstmal, okay, X-Achse ist klar. Datum, Zeit. Einfach. Also ich habe mal Kursdaten irgendwo von 2004 an ungefähr oder 2006 und von da aus arbeite ich mich sozusagen nach vorne. Die Y-Achse gibt an, um wie viel besser ist meine Hitrate als der Zufall. Sozusagen alles über 50%. Also wenn jetzt hier eine 1 steht, da eine 2, da eine 3, da eine 4, dann hieße das, ich hätte eine Hitrate von 51%, 52%, 53%. So ist das zu lesen. Jetzt fällt dem einen oder anderen erstmal auf, dass hier vorne immer alles so, also hier vorne ist alles so wahnsinnig bunt und füllt den ganzen Bildschirm aus und hinten sortiert sich's langsam, hat einen einfachen Grund. Das liegt an der Hitrate. Also, wenn man mal nur erst einige hundert oder einige tausend untersucht hat, kann so eine Hitrate noch ziemlich hin und her schwanken. Wenn man dann weiter nach rechts kommt und ist die Gesamtanzahl der Kerzen, die man untersucht hat, immer größer, und dadurch schwankt das Ganze nicht mehr so. Mir geht es aber gar nicht jetzt um die Einzelresultate. Ich will nur eins damit zeigen. Es gibt also hier Forex-Daten, wo ich bis auf ungefähr 3% über Zufall komme. Das ist übrigens Gold, der hier den, nein, entschuldige, das war nicht Gold, das ist US-Dollar, japanischer Yen, wo die höchste Hitrate erreicht wird. 3% klingt jetzt irgendwie wahnsinnig wenig, ist aber immerhin besser als Zufall. Und als ich selber auch zu solchen Resultaten musste ich mich auch selber erstmal wieder ein bisschen einnorden. Was habe ich denn hier erwartet? Ja, gut, ich muss gestehen, irgendwie hatte ich schon erwartet, dass hier nachher sowas rauskommt wie 80% Hitrate, aber dann ist mir irgendwann durch den Kopf gegangen, sorry, kann ja nicht. Wenn ich das hinkriegen würde, 80% Hitrate auf H4-Basis, weil eine H4-Kerze kann man schon einzeln durchaus auch noch ohne unter Berücksichtigung von Kosten profitabel dann nachher traden, das wäre ja der heilige Gral hier. Also habe ich mich selbst wieder eingenordet. Ich kann hier nicht 80% erwarten. Wenn das da irgendwie so hoch rausgekommen wäre, das wäre ja ein Unding geworden. Also was kann ich erreichen? Ein paar Prozent. Ein paar Prozent bin ich jetzt besser als der Zufall. Okay, jetzt sagt hier jemand. Ah, ich glaube, da hat sich ein Fehler bei dir eingeschlichen. Na, das glaube ich hoffentlich nicht. Also ich kann natürlich nie was ausschließen. Aber ich glaube, hier sollte erstmal noch nichts passiert sein. Aber gut, einfach mal eine E-Mail schreiben, mal gucken. Kein Problem. Also mit dynamischer Rechnung, die Richtung meiner nächsten Kerze, kann ich mit ein paar Prozent besser als der Zufall vorhersagen. Aus einem neuronalen Netz, selbstlernend und komplett dynamisch. Schon mal erstes erreicht. Machen wir mal eine kleine Abwandlung von dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Jetzt versuchen wir mal auch die Entscheidung, also long oder short. Und ich will jetzt gar nicht vorhersagen, um wie viel Prozent geht jetzt die nächste Kerze nach oben oder nach unten, sondern ich will einfach nur ausnutzen, dass sie nach oben oder nach unten geht. Und ich summiere jetzt nicht meine Hitrate auf, sondern einfach die Summe aller Rate of Change. Das ist nicht genau dasselbe wie Hitrate. Warum? Jetzt kommt es darauf an, insbesondere alle großen Kerzen möglichst auch richtig vorherzusagen. Das ist nicht dasselbe wie die
Farbe. Und jetzt geht es vor allen Dingen darum, die großen Kerzen auch richtig vorherzusagen, weil die machen nachher die Summe. Das heißt, ich will jetzt die prognostizieren, welche Richtung, aber ich optimiere jetzt nicht auf Hitrate, sondern darauf, dass ich in Summe nachher, wenn ich alle Rate of Change Vorzeichen richtig, weil ich ja Long oder Short mich entschieden habe, dann aufzusummieren, dass ich das möglichst gut mache, also möglichst profitabel mache. Auch das mit der H4-Basis und als quasi wie eine Equity-Kurve. Und jetzt liegt übrigens Gold ganz oben. Es gibt ein paar Symbole, wo es mir nicht gelingt, profitabel das Ganze vorherzusagen. Für die meisten, ungefähr 80%, gelingt es mir, fast lineare Equity-Kurven hier hinzukriegen. Das sind alles keine Brüller. Ich habe auch mal solche anschließend noch mit den Kosten eines Trades versehen. Die oberen bleiben auch dann noch positiv. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die in Trading-Strategien überführt. Halt aus Basis von neuronalen Netzen. Aber das schaffen dann nur noch die oberen. Wer hier leicht positiv ist, und der hat ja jetzt hier noch keine Kosten des Trades drin gehabt, würde nach Kosten negativ werden. Das Gute ist wieder, komplett dynamisch. Hier tut man nichts. Das Netz lernt immer selbst neu aus der Vergangenheit und wendet in der Zukunft an. Und das iterativ von vorne bis hinten. Auch nochmal ein kleiner Erfolg. So. Jetzt kommen hier plötzlich ganz, ganz viele ganz, ganz viele Kommentare. Dann kommt, also ich nehme mal einen Hinweis nochmal auf und das muss ich mal ein bisschen schnell durchgehen hier. Hinweis von Andy, ich hätte Imbalanced Data, also welche, die eine Vorzugsrichtung haben. Hätte ich DAX oder S&P 500, wäre es der Fall. Die meisten Forex-Symbole haben keine Vorzugsrichtung, sondern bewegen sich wirklich sowohl wie rauf wie runter. Und von daher stimmt das so erstmal nicht. Was allerdings tatsächlich interessant ist, ich habe natürlich auch mal DAX und S&P 500 gemacht und ihr ahnt, was das neuronale Netz daraus macht. Es entscheidet sich beim S&P 500 für eine Long-Only-Strategie. Da wäre es tatsächlich so, aber nicht bei Forex. Also da steigt nichts tendenziell automatisch. Underlying hat sein eigenes neuronales Netz. Also ich habe jeden einzeln rechnen lassen. Okay. Das andere ist nochmal zu speziell. Okay. Also ich verstehe, der hier auch gerade die guten Fragen stellt, ist absolut vom Fach. Danke, das ist gut. Okay, da sollten wir uns vielleicht mal noch länger mal austauschen. Also sehr, sehr interessant, in der Tat. Gut. Dann kommt der Hinweis, ob Gold hier ein Bias hat. Nee, nicht auf diesem gesamten Zeitraum, weil ein Bias wäre für den Teilzeitraum da, aber längst nicht für den gesamten. Seit einiger Zeit ist Gold ja schon lange nicht mehr auf dem Allzeithoch. Also nicht okay. Genau. Also, Signal ist angekommen, Forex-Daten haben keinen Bias. Die Idee, die übrigens hier noch diskutiert wurde, ist, sogenannte Classifier zu nehmen. Ist auch eine Methode, mit der man hier rangehen kann, sind dann schließlich endlich durchaus mathematisch sehr verwandt. Letzte Sache, die ich allerdings noch hier vorstellen möchte. Ich wollte schon mal einen ersten Versuch in Richtung Traden unternehmen. Und zwar, aber ein bisschen anders. Wie immer. Und so habe ich gesagt, ich lege mal einfach einen Stop-Loss fest. Der ist nachher 0,2%. Bumm. Und ich lege einen CRV fest für einen Trade. Der ist einfach 5 bei mir. Und ich sage auch, ich trade nur Long. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich kann ja meine historischen Daten jetzt sozusagen labeln. Ich kann ja an jede Kerze dran schreiben, wenn ich an der Stelle einen solchen Trade eingegangen wäre, wie wäre der eigentlich geendet?
Muss natürlich aufpassen, wie lange darf so ein Trade maximal dauern. Und nachher auch beim Lernen muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie implizit in die Zukunft gucke. Kriegen wir aber alles hin. Das heißt aber, ich label jetzt meine Daten. Also jede Kerze kriegt jetzt nachher von mir ein Label, nämlich welches Ergebnis hätte ein 100-Euro-Trade, also 100-Euro-Risikotrade, Stop-Loss 0,2%, CRV 5 und Trade Richtung Long. Die meisten, könnt ihr euch vorstellen, die meisten Kerzen kriegen das Label mit einem negativen Zeichen, also Minus. Aber ich weiß ja, welche Stellen in der Vergangenheit funktioniert hätten. Und wenn man das jetzt so aufbaut, haben wir einen schön gelabelten Datensatz und können sagen, damit lassen wir jetzt mal das neuronale Netz anlernen. Und dann soll er in Zukunft entscheiden, an welchen Kerzen er ebenfalls einen Trade, natürlich jetzt genau diesen Trade, also einen Trade mit 0,2% Stop-Loss, CRV 5,0 und 100 € Risiko macht. Wenn er es dann auch immer noch an den richtigen Stellen macht, wäre alles prima. Ich mache mal eine Einschränkung. Noch ist das hier statisch. Soll heißen, nicht diese dynamische Walk-Forward-Methode. Und wenn jetzt hier alles das gleiche Währungssymbol ist, ist alle Euro japanischer Yen, und trotzdem so viele verschiedene Kurven sind, liegt es einfach daran, weil das unterschiedliche Arten von neuronalen Netzen sind. Mit unterschiedlichen Layern, Hidden Layern, Input-Layern und, und. Und die einen schneiden ein bisschen besser ab als die anderen, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist mir nur, okay, statisch gesehen kann ich auch das erfolgreich machen. Leider ist das natürlich noch nicht dynamisch. Damit sind wir noch nicht durch. Und zwar bei Weitem nicht durch. Ich weiß von anderen Sachen, die ich schon mal hier gemacht habe, dass wenn ich das jetzt dynamisiere, ich meistens versage. Aber das müssen wir noch rausfinden. Da müssen wir dran arbeiten. Bezogen auf den gesamten Datensatz kriegen wir das natürlich so hin. Das ist natürlich super. Aber es ist noch kein Beweis, dass wir es zum Traden einsetzen können. Ich wollte hier nur erstmal abschätzen, was ist denn drin? Übrigens ist jetzt die Y-Achse Euro. Also wirklicher echter Profit. Halt bezogen auf 100 € Trades. Also mit 100 € Risiko. Alles ist hier H4-Daten. Nee, ein paar H1 hatte ich ja auch mal drin zwischendurch. Aber jeder Trade hat ein definitives Ende. Es sollte mir nur mal ermöglichen, zu zeigen, was ist denn möglich. Dass ich dynamisch noch besser werde als das hier, ist meistens nie der Fall. Wäre aber schön und irgendwie tendiert man auch zu der Aussage, es könnte ja eigentlich sein, weil sich ja das dann immer noch besser an die jüngere Vergangenheit anpasst. Aber werden wir merken. Es ist was drin. Wie viel, kann ich noch nicht sagen. Aber es muss dynamisiert werden. Das hier alleine sind zwar irgendwo auch schöne Equity-Kurven, aber die sind noch keine Zukunft. Und wir müssen das in Zukunft, in die natürlich so auch als dynamisches Modell anwenden. Wie gesagt, in der Literatur wird das nahezu nie gemacht. Also in der Literatur präsentiert man ohne Kommentar so etwas hier wie das. Ich mache wenigstens das den Kommentar. Das ist eine sogenannte statische Rechnung, also gesamter Zeitraum wurde verwendet. Ich hätte mal gerade gefragt, nutzen Sie dabei Marx Networks? Da muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, keine Ahnung. Also nein, also da ich noch niemals den Ausdruck kenne, gehe ich mal stark davon aus, dass ich es auch nicht benutze. Heißt dynamisch mit Realtime-Trades? Nee, dynamisch soll heißen, immer bezogen aufs Lernen. Also, so wie wir auch bei anderen Strategien. Lernen in einem Vergangenheitsfenster, anwenden in der Zukunft, dann das ganze Fenster verschieben, neu lernen, in der Zukunft anwenden und so weiter und so fort. Und genau das habe ich jetzt hier gerade nicht gemacht. Ich habe im ganzen Grünen optimiert und da von euch das Resultat gezeigt. Das wäre sozusagen einfach nur der klassische Backtest. Ohne out of sample gewissermaßen. Und das dann schon als tolle Strategie verkaufen. Will ich hier nicht tun. Deswegen der Hinweis. Ist statisch, ist es einfach nur ein Backtest. Das heißt nicht, ich würde jetzt nämlich genau nicht hingehen und mit diesem neuronalen Netz morgen live traden.
weil ich es ja auch in der Vergangenheit noch nicht gemacht habe. Und erst wenn ich das iterativ, so wie bei der Walk-Forward-Methode, mir gezeigt habe, dass es funktioniert, würde ich es auch morgen wirklich und echt live anwenden wollen. Nochmal, warum mache ich das trotzdem? So eine statische Rechnung, erstmal, sie geht wesentlich schneller als die dynamische Rechnung, und zwar wesentlich, wesentlich schneller. Und zum anderen ist für mich immer eine Potenzialabschätzung. Ich muss mal gucken, was ist denn drin. Dass das hier total vereinfacht ist. Jeder Trade hier ist identisch. Also identisch im Sinne von Stop-Loss und Take-Profit-Settings. Nur von der Methodik her ist das halt interessant, so vorzugehen. Und nicht schon gleich zu sagen, ach, dieses neuronale Netz soll mir alles ausspucken. Take Profit, Lot Size, Risiko und. Lieber eins nach dem anderen. Komplizierter werden können wir immer, aber lass uns immer einfach anfangen. Wow, 10 Minuten übergezogen. Hatte ich fast erwartet. Ist allerdings auch ein heißes Thema. Und natürlich auch vielen Dank, dass ihr so dynamisch dabei wart. Gut. Jetzt will ich noch mal kurz wieder natürlich auf die Fragen gucken. Okay. Es schreibt immer noch mal ganz viel auch über andere, also Vergleich zu anderen Methoden, finde ich genau richtig. Gut. Gut. Dann kommt noch mal schon mal gleich die Frage, Kontakt, also einfach eine E-Mail schicken bitte, gerne auch schon mal meinetwegen den Skype-Kontakt. Heute Abend werde ich nicht mehr telefonieren können, aber wir können dann gerne einfach in den nächsten Tagen, machen wir einen kurzen Termin aus und dann mal unmittelbar und direkt miteinander reden. Also ist das Einfachste. Aufzeichnung. Also meine E-Mail-Adresse seht ihr hier. Aufzeichnung ist ab morgen auf dem YouTube-Kanal. Und wer sie überhaupt nicht findet, schreibt mir einfach ebenfalls eine E-Mail, dann schicke ich euch den Link zu. Ansonsten Google eintippen JFD YouTube-Channel und ab morgen ist dann auch das Webinar dann entsprechend da. Dann nochmal eine Frage, wird Gradient Descent auch für genetische Algorithmen angewendet? Muss ich mal genauer drüber nachdenken. Ad hoc würde ich sagen, nein, aber ist übrigens auch nochmal ein spannendes Thema. Generische, nicht genetische, wobei das ziemlich verwandt ist. Ich wüsste jetzt gerade nicht ad hoc wie, aber müsste ich nochmal drüber nachdenken. Gut. In a nutshell, ihr wisst, so habe ich, steht ja bei mir immer auf der letzten Folie. Also ich finde nach wie vor neuronale Netze. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen abholen, ein bisschen locken, was da geht, was da machbar wird. Und das, obwohl eigentlich eine total abstrakte Mathematik dahinter steht, entsteht nachher etwas. Naja, das ist schon irgendwo eine Blackbox. Aber sie ist so ähnlich entstanden wie mein Gehirn selbst. Mein Gehirn ist ja auch im Wesentlichen eine Blackbox. Also ihr könnt natürlich mit mir reden und ich erzähle alles, was ich sozusagen erzählen kann. Aber wirklich, wie mein Gehirn funktioniert, kann ich natürlich wiederum nicht erzählen, weil ich weiß es ja selber nicht. Das heißt, es ist so ähnlich wie, naja, wir machen jetzt mal eine Trade-Entscheidung, Euro, US-Dollar, Long oder Short. Wir können lange darüber reden. Und wie gut es ist, wissen wir dann, wenn der Trade zu Ende ist. Und dann wissen wir immer noch nicht viel, weil wir brauchen ein paar tausend Trades, bevor wir irgendetwas daraus ableiten können. Also, es ist in Summe wahnsinnig spannend, hier was draus zu machen, das Ganze zu adaptieren. Es ist halt nicht ganz straightforward. Aber ich sage euch gleich, wenn es so einfach straightforward wäre, dann wäre übrigens der also wahrscheinlich würde ich dann nicht hier reden. Aber egal. Sondern lass uns das Ganze nach und nach angehen, weil ganz war mal heute eine Einführung. Die Übertragung, also von neuronalen Netzen auf das Traden, ist in der Tat nicht völlig trivial. Und der tiefere Grund liegt in dieser Zufälligkeit, die uns leider schon öfter begegnet ist. Aber wir haben interessante Ansätze schon. Hitrate ein paar Prozent besser als ein paar Prozent besser als der Zufall. Ist ja schon mal was. Wir können den Rate of Change sogar in Summe als eine positive Equity-Kurve schon hinkriegen. Und
paar Trades haben wir auch schon hingekriegt, allerdings noch nicht dynamisch. Da müssen wir dran, natürlich dran arbeiten. Also hier kommt was, da seid ihr euch sicher. Und ich werde natürlich weiter darüber hier jetzt auch natürlich erzählen. Also, soweit von mir. Auch mal ein etwas anderes Webinar. Macht's gut. Schönen Abend natürlich noch. Und naja, hoffentlich bald wieder. Also in einer Woche gibt es das nächste, nochmal zum JFT Basket Portfolio. Und danach kommt wieder ein bisschen mehr Klassik, normale Trading-Varianten. Also, ich hoffe, wir hören und sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.